Ist sie bereit? Los geht's. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Ja, jetzt werden wir ein bisschen Seefahren lernen. Ostküste 1773. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Stimmt, das ist recht. Alle Segel straff und gespannt, Sir! Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Halbes Segel. Komm, wir fahren mal ein bisschen. Aha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Volles Segel. Ich schaue es natürlich noch mal besser in Black Flag, aber das ist ja auch ein hauptsächlich, ja. Dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Wilde Winde sind schwer zu meistern. War es das schon? Alles klar. Los, volle Segel! Volle Segel! Holt euch den Wind! Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Alright, alright, mein Freund. Wir brauchen mehr Fahrt. Ist volle Segel! Ein bisschen schneller hier reinfahren. Geht auf halbe Segel! Langsamer werden! Halbe Segel! Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu halten. Was macht eigentlich das Schiff da rechts? Wir werden jetzt ein bisschen langsamer fahren, wenn wir sicher hier durchkommen. Da geht's ja auch schneller voran. Weniger Knoten! Halbes Segel! Halbes Segel! Kreuzwinde!
Jungs, ey. Sehr gut, wir haben es gleich geschafft. Ich werde mal ein bisschen mich mehr damit beschäftigen hier. Habe ich in meinem Einzel, also als ich es selbst gespielt habe, nicht so gemacht. Häuser, wir sind bald da. Weniger Fahrt, Segel streichern! Weniger Fahrt, Segel streichern! Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Ja, gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir statten sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Sah nicht gerade gesund aus, der Typ. Kanonen. Fein. Tag, Jungs. Übernehme. Bin auf den Bugleinen! Was zum Teufel sollte das dann sein? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Alles klar, das hört sich gut an. Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breite. Alles einholen! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Auf mein Zeichen! Feuer frei! Ladet nach! Mach rein! Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Noch nicht!
Breitseite abgeben! Hab noch Pulver geladen! Gut, jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Nice gesagt. Bereit! Drehwaffe, Feuer! Sie geht runter! Immer wieder gut! Nicht schlecht für ein Frischling, Captain! Du lernst aber schnell! Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See, hm? Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir hauen ab. Kanonenboote kommen! Warum schießen die auf uns? Bereit machen, Jungs! Königliches Eigentum beschädigen, den königlichen Frieden steuern, suchst du aus! Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren! Versenkt den Bastard! Schieß! Ihre Salve hat gesetzt! Trefft auf halbes Segel! Halbes Segel! Auf mein Zeichen! Feuer! Und Feuer! Sie haben es nicht anders gewollt! Schieß! Bereit machen, Jungs! Feuer! Das hat gesessen! Aktiv voll! Gegen den Wind, komm! Englische Fregatte! Ich erfahre noch eine! Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Und Feuer! Ich will in Deckung gehen. Achtung! Achso. Na, das war nicht perfekt. Bereit zum Feuern! In Deckung! Sehr gut. Ja, ganz schnell zurück. Sie haben unter ihren Freunden den ersten Platz für die Anzahl Schiffer gegnerischer Schiffe. Krass. Ich spiele zufälligerweise auf der Xbox 360.
dass da noch welche von meinen Freunden online spielen, das ist schon krass. Muss man einfach mal sagen. Ich hab sie. Hab sie alle. Bring mir, was ich will. Und ich geb sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Yvonne. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Gott.